Ja, meine Freunde, herzlich willkommen und den einen oder anderen wird es vielleicht überraschen, denn es gab ja wirklich lange kein Wrestling-Projekt mehr, beziehungsweise keine weitere Folge. Und es wird auch keine weitere Folge über den Manager geben, denn es ist ein richtiger Zeitfresser, das immer auf die Beine zu stellen. Am Anfang war ich noch sehr motiviert, aber nachher artet das wirklich sehr, sehr in harte Arbeit aus. Und das soll es ja nicht sein, es soll ja Spaß machen und nicht irgendwie das Hauptprojekt auf meinem Kanal werden. Das ist ja eher so ein Nischentitel. Und ich habe mir was anderes überlegt. Wir machen natürlich storymäßig an der Stelle weiter. Also wer nicht die Folgen gesehen hat, sollte sich zumindest den letzten Pay-Per-View, den letzten Monday Nitro-Teil und die letzte Folge Thunder angucken, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Denn so wird es weitergehen. Allerdings mit WWE 2K18, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, auch am Videotitel. Es gibt natürlich ein paar kleinere Einschränkungen, die man so in dem Manager nicht hatte, denn ich habe noch nicht alle Wrestler gefunden, die wir eigentlich im Kader hatten. Und deswegen werde ich euch mal kurz nennen, welche Wrestler und Wrestlerinnen uns verlassen haben. Aber es gibt natürlich auch Ersatz. Also nicht mehr dabei sind Bull Dempsey, habe ich leider nicht gefunden. Hulk Hogan war eh nur ein Kommentator, ist erstmal nicht dabei. Ja, wenn ich ihn brauche, kann ich ihn ja immer noch runterladen, zum Glück. Jack Swagger wird nicht mehr dabei sein. Ryuji Hijikata wird nicht mehr dabei sein. Sylvain Grenier ist gestrichen. Ayumi Kurihara konnte ich nicht finden. Ich habe sie gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Wenn jemand WWE 2K18 spielt, der kann mir gerne sagen, wenn er eine Ayumi Kurihara findet, die erstellt wurde von der Community. Ebenfalls nicht mehr dabei, müssen wir, wir müssen uns verabschieden von zwei weiteren Damen. Einmal Taryn Terrell ist nicht dabei und Cameron ist nicht mehr dabei. Der Mexikaner Heavy Metal wird nicht mehr dabei sein und auch unser Television Champion Ted DiBiase Jr. wird leider nicht mehr dabei sein. Es gibt zwar einen, der ist aber so schlecht gemacht, dass ich ihn nicht wählen kann, also nicht wählen möchte und deswegen erklärt Sting hiermit den Titel für vakant und in der heutigen Monday Nitro Ausgabe wird er allerdings wieder vergeben werden. Also es wird ein Match geben um den Television Title. So, weiterhin dabei sind Kalito, Alex Wright, Booker T, unser Champion CM Punk, der ganz böse attackiert wurde, wenn wir uns daran erinnern. Von wem? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber wir werden es rausfinden. Cody Rhodes ist weiterhin dabei, Damien Sandow, die Briscoe Brothers, Raven und Saturn, Stevie Ray, unser United States Champion Rob Van Dam, die Dudley Boys, Sabu, Sting, Ryback, Vader, Kevin Nash und jetzt zu den Damen. AJ Lee ist dabei, Awesome Kong, Velvet Sky, Trish Stratus, Michelle McCool und Ronda Rousey. Und ja, da einige uns verlassen haben, habe ich natürlich auch einige dabei, die dazukommen. Austin Aries hatten wir sogar, ne? Austin Aries hatten wir, der ist auch wieder dabei. Ich glaube, den habe ich vergessen zu nennen, der ist aber auch wieder dabei. Bret the Hitman Hart wird nicht mehr als Kommentator dabei sein, sondern als aktiver Wrestler. Ich meine, wir können auch ein bisschen Fantasy mit einbauen, ja? Bret Hart wrestelt nicht mehr, wir nehmen ihn jetzt einfach mit rein als Wrestler. Ebenfalls mit dabei als Wrestler, der vorher auch schon in unserer Liga war, ist Lex Luger. Der gute alte Lex Luger kehrt zurück. Dann haben wir natürlich noch Albert, der zurückkehrt. Ja, manche kennen ihn als Prince Albert, die anderen kennen ihn als Tensei. Es ist auf jeden Fall Albert. Wenn ihr ihn seht, ihr werdet schon wissen, wer das ist. Also wenn ihr Wrestling-Fan seid. Ansonsten könnt ihr generell das Video einfach ausmachen. Bam Bam Bigelow, leider viel zu früh verstorben, ist in unserer Liga jetzt einfach mit dabei. Rick the Model Martell wird dabei sein. Und die Damen bekommen Unterstützung von Brie Bella, Lita und Ivelisse von Lucha Underground. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ansonsten, ich habe mir hier natürlich ein paar Notizen gemacht. Ich möchte gerne, dass Winter auch weiterhin dabei ist, habe sie aber noch nicht gefunden. Beziehungsweise noch keine wirklich gute und ich bin selber zu blöd, die Wrestler und Wrestlerinnen zu erstellen. Die werden bei mir einfach nicht so gut. Und deswegen warten wir einfach, wenn es eine Winter gibt, holen wir sie mit ins Boot. Und wenn es vernünftiges Crime Time gibt. Ich habe Crime Time gefunden, bin mir noch unentschlossen, ob ich die beiden wirklich runterladen möchte.
aber ich denke mal schon. Im Moment habe ich sie noch nicht, aber Crime Time wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch dabei sein. Jetzt nochmal kurz zum Ablauf. Wir machen das Ganze mit WWE 2K18. Ich selber werde nicht spielen. Ja, es wird der Computer entscheiden, was passiert. Und ich baue drumherum eine Storyline und hoffe einfach, dass die Ergebnisse manchmal mir in die Karten spielen. Auf jeden Fall beginnen wir jetzt mit der ersten Monday Nitro Ausgabe im etwas neuen Gewand, damit es auch ein bisschen spektakulärer wird. Der Manager war ja sehr unspektakulär, muss ich zugeben. Ja, da war mehr Text als alles andere. Es ist trotzdem ein geniales Spiel. Wenn ihr das nicht habt, dann besorgt es euch, wenn ihr Bock habt. Ist einer der geilsten Manager, die ich kenne. Und ja, wir werden auf jeden Fall gleich mit der Show loslegen. Monday Nitro. Ich werde versuchen, die Einzüge mit den Originalmusiken einzuspielen. Das Ding bei Originalmusiken, jeder, der YouTube macht, kennt das. Lizenzen, Copyright, bla bla bla. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen kann. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, die Einzüge mit Originalmusiken zu hinterlegen. Denn zum Beispiel die Originalmusik von Alex Wright, die Originalmusik von AJ Lee, das ist ja alles nicht dabei. Und da werde ich versuchen, die Originalmusik zu verwenden und reinzuschneiden. Ansonsten nehme ich die Musiken, die im Spiel sind, und manchmal werden auch die gestrikt bzw. geclaimed. Ja, du kriegst nicht direkt einen Strike, aber da wirst du geclaimed. Und manchmal werden auch die Videos gesperrt. Und sollte das der Fall sein, schneide ich die Einzüge selbstverständlich raus. Ist zwar schade, weil es irgendwie ja doch dazugehört, aber da muss ich dann Kompromisse machen. Ja, so viel zur Einführung und ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung bei unserer ersten Monday Nitro Show. Ich überlege mir noch, ob ich das Ganze zusammenschneide oder ob wir die ganze Show gucken. Wenn wir die ganze Show gucken, dann könnte das ein sehr, sehr langes Video werden. Aber ja, ich lasse das mal auf mich zukommen. Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ihr seht es ja an der Zeit, was passiert ist. Und ja, dann würde ich sagen, let's go, viel Spaß bei Monday Nitro. Und damit begrüße ich euch natürlich herzlich willkommen zu Monday Nitro Nummer 5, 6, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, in Los Angeles, California. Und wir wollen direkt mit dem ersten Match einsteigen. Und wenn ihr jetzt Musik hört, dann hat es mit den Originalmusiken geklappt. Wenn ihr keine Musik hört, dann hat es nicht geklappt. Oder ihr seht vielleicht direkt den Kampf, also ohne Einzüge. Berlin macht sich auf jeden Fall schon mal auf zum Ring. Was sag ich da, Berlin? Alex Wright, das ist die Musik von Berlin. Unser Opener steht vor der Tür. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Kommentare irgendwie ausstellen können. Weil die englischen Kommentatoren gehen mir ein bisschen auf den Keks. Wahrscheinlich geht das nicht. Aber ich muss mal schauen. Vielleicht geht's nicht. Ich weiß es nicht. Berlin wird den ersten Kampf hier auf jeden Fall machen. Und ja. Sein Gegner ist ein alter Bekannter. Aus unseren Managerzeiten noch. Wie gesagt, ich musste den Kader leider ein bisschen anpassen. Aber das lässt ja auch Raum für mehr, für Neues. Wieso nicht? Und da kommt er auch schon. Bad News Barrett betritt den Ring. Ja, das könnte eine lange Show werden diesmal. Monday Nitro. Wunderbar. Wir lassen ihn mal zum Ring kommen. Wir müssen ja nicht so viel reden. Machen wir es wie die echten Kommentatoren und halten auch ab und zu mal den Rand. Ich könnte auch sagen, ja, liebe Wrestling-Fans hier im WWE-Universum, wir haben einen neuen Hashtag, die Twitter-Gang, bla bla bla. Aber ich habe kein Twitter. Ich habe allerhöchstens Instagram. Twitter habe ich nicht, noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber im Moment nicht. Und ich weiß nicht, fällt es euch auf, unten rechts in der Ecke, dieser kleine Skorpion, saugeil eigentlich, ne? Das ist eigentlich das WWE-Zeichen und wir konnten so einen kleinen Skorpion dahin machen. Ich finde das super.
ist ja Stings Liga. Und es geht direkt los mit dem Snap-Suplex von Alex Wright. Mal gucken, ob der Deutsche sich hier durchsetzen kann. Voll auf die Hand getreten. Ich bin gespannt. Chinlock erstmal hier von Alex Wright. Ich hoffe auch, dass die KI besser ist, weil ich selber spiele jetzt nicht. Was natürlich die ein oder andere Storyline etwas schwierig gestalten könnte. Und wow, Springboard Splash, nicht schlecht. Herr Wright. Also ich bin sehr gespannt, wie die KI so ist. Also bei WWE 2K17, muss ich sagen, war die KI bescheuert. Gerade in Royal Rumble Matches. Es gab eigentlich kein Royal Rumble Match. Die haben eigentlich permanent versucht, den Gegner übers oberste Seil zu schmeißen und sonst nichts. So, das habe ich schon ausprobiert. Das ist deutlich besser geworden, auf jeden Fall. Und wir sehen hier, Wade Barrett setzt Alex Wright ordentlich zu. Body Slam, ja. Schöner Tritt in den Rücken. Und überhaupt, er attackiert hier die ganze Zeit den Rücken und den Oberkörper von Alex. Oh, was für ein Kniestoß. Und wieder auf den Rücken. Also Wade Barrett will ihn hier malträtieren. Oh, jetzt nimmt er ihn hoch. Und schmeißt ihn in die Ringecke. Oh, da sagt er zusammen, Alex Wright. Muss hier auch noch die harten Kicks nehmen. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Alex Wright einen Konter machen würde. Um mal wieder ein bisschen ins Match zu kommen, weil das sieht ein bisschen, ja, düster aus für ihn. In die Ringecke. Oh, jetzt hängt er ihn auf. Jetzt hängt er ihn in der Ecke auf. Und choking. Oh, was macht er denn jetzt für Tempo hier? Will er etwa das Match beenden? Man könnte es fast meinen. Big Boot von Wade Barrett. Oh mein Gott, das kann es doch nicht sein, oder? Nein, da kommt Alex Wright nochmal raus. Auch wenn Wade Barrett es nicht fassen kann, aber boah, das wäre ja fast ein schnelles Ende gewesen. Wade Barrett jetzt mit dem Whippin. Und hoch mit ihm. Das ist der Bullhammer. Bullhammer gegen Alex Wright. Das ist das Ende für Alex Wright. Da kommt er nicht mehr raus. Da kommt er nicht mehr raus. Ich fasse es nicht. Alex Wright, der Bullhammer aus dem Nichts. Das war ein kurzer Auftritt von unserem deutschen Vertreter. Holy Cannelloni. Das war ein schnelles Match, aber ein schönes Finish. Schön mit dem Bullhammer das Ganze beendet. Es gibt ja ein Power-Ranking. Hier sehen wir übrigens auch nach den Matches, sieht man, welchen Rang sie im Moment haben. Alex Wright ist auf Platz 5 in der Rangliste um den United States Title. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, er verbessert sich ein bisschen. Wade Barrett hat einen Statuseffekt dazu bekommen. Ja, da ändert sich immer ein bisschen. Wir machen weiter mit dem nächsten Match, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich nach der Ladezeit. Da sind wir auch schon im Ring. Das ist Jay Briscoe und Mark Briscoe. Ich habe die beiden jetzt mal übersprungen, weil sie nicht zusammen reingekommen sind. Und hier hören wir es schon an der Musik. Harlem Heat kommt zum Ring. Booker T und Stevie Ray im alten Outfit auch noch. Im Harlem Heat Outfit. Saugeil auch mit dem Feuer unten drunter. Ja, Booker T und Stevie Ray. Harlem Heat gegen die Briscoe Brothers. Das könnte, ja, interessant werden. Unsere amerikanischen Kollegen spinnen sich auch einen zurecht, ne? Aber um nochmal kurz auf Alex Wright zu sprechen zu kommen. Es gibt ein Power Ranking. Ja, das ist neu. Ich glaube, das ist neu. Das gab es vorher in der Form nicht. Und ja, je höher sie dort stehen, umso besser werden auch ihre Attribute von den Kämpfern. Das heißt, wer auf 1 steht, verbessert alle Attribute um 15 Punkte. Das heißt, die werden schon, ja, so ein kleiner John Cena, so ein Super Cena und sind dann einfach extrem schwer zu besiegen. So Champions zum Beispiel sind weit oben in der Liste. Und dann ist es halt einfach sehr schwer, denen den Titel abzunehmen.
Was auch gut ist, denn ja, der Titel soll ja nicht nach jedem Match hier wechseln. Und auf dieser Liste wird sich Wade Barrett jetzt etwas weiter vorne platziert haben. Und ich glaube sogar Alex Wright ist auch ein bisschen nach vorne gerutscht, weil im Moment jetzt noch Braun Strowman, glaube ich, Erster ist. Und der spielt in unserer Liga ja keine Rolle. Booker T auf jeden Fall sorgt hier schon mal bei Mark Briscoe für Kopfschmerzen. Ich bin gespannt. Von den Werten her sind die Briscoe Brothers Harlem Heat sogar überlegen. Beide Briscoes sind auf 90. Stevie Ray ist, glaube ich, auf 88 und Booker T auf 87 oder so. Also leichte Vorteile. Back Suplex von Stevie Ray. Leichte Vorteile bei den Briscoe Brothers. Davon ist allerdings hier im Match noch gar nichts zu sehen. Und da überdehnt er schön das Knie von Mark Briscoe. Boah, ich hätte mir vielleicht was zu trinken hier hinholen sollen. Aber jetzt läuft gerade das Match. Ist halt ein bisschen doof, ne? Ich habe jetzt kein Mikro, nur ein Headset. Und die Küche ist zu weit weg. Aber egal, vielleicht beim nächsten Einzug von irgendjemandem lasse ich euch mal kurz alleine. Ja, Teamaktion auf jeden Fall, ja. Stevie Ray wollte sich wehren, wurde aber hier unterbunden. Und da, oh, das ist so ein fieser Tritt. So ein fieser Tritt. Die Briscoe Brothers machen hier ernst. Und Stevie Ray ist der Leidtragende. Was haben sie jetzt vor hier? Wo will er ihn hin tun? Nirgendwo hin, das dauert zu lange. Und Stevie Ray kontert jetzt hier. Ja, sollte aber auch etwas tun. Whippin. Was hat ihm gar nichts ausgemacht. Noch ein Whippin dann halt. Und es macht ihm immer 90. Jetzt macht er noch ein Whippin. Aber er schmeißt er ihn aus dem Ring. Er hat die Nase voll. Jetzt schmeißt er ihn aus dem Ring. Und attackiert ihn. Wundert mich, dass die Tag-Team-Partner noch nicht auf dem Weg sind. Ich bin gespannt, ob die sich jetzt hier auszählen lassen. So, wie gesagt, ich habe noch keine große Erfahrung mit der KI gemacht. Also gerade das erste Match war krass. War auch schnell zu Ende für Berlin, aber... Ich sage immer Berlin, weil er dieses Berlin-Outfit anhat. Es ist aber Alex Wright. Er tritt ja auch als Alex Wright bei uns an. Neckbreaker jetzt außerhalb des Rings. Brutaler Neckbreaker. So, wir sind bei 7. Gute Entscheidung von Stevie Ray. Sehr gute Entscheidung von Stevie Ray. Wieder in den Ring. Und er hat ihm außerhalb des Rings ordentlich zugesetzt. Ja, jetzt gibt's hier Double-Team-Action. Booker T darf den Arm bearbeiten. Wunderbares Zusammenspiel der beiden. Und der Slingshot. Jawohl. Da bleibt ihm die Luft weg. Oh, jetzt versucht er... Ja, wenn die so krabbeln, können die einen Hot Tag machen und quasi noch so springen zum Partner. Ist meiner Meinung nach auch neu. Gab es vorher auch noch nicht. In diesem Fall war er aber deutlich zu weit weg. Was macht Booker T denn jetzt? High-Flying-Action von Booker T. Vielleicht der Harlem Hangover. Nein, er soll aufstehen. Missile Dropkick. Möglicherweise. Nein, Ex-Handle Smash. Und das wäre beinahe sogar schief gegangen. Booker T. Wäre auch ein... Spinebuster vom Feinsten. Das Cover hinterher, das könnte es sein. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Jay Briscoe. Ja, da muss er halt weiter einstecken. Oh, und jetzt könnte das Bookend kommen oder der Scissors Kick. Und es wird der Scissors Kick. Scissors Kick. Oh mein Gott, das ist das Ende. Nein, Rope Break. Rope Break. Oh, der Ringrichter. Holy crap, der Ringrichter hat eine geballert bekommen. Also so oder so hätte er nicht zählen können. Aber Jay Briscoe ist sowieso ans Seil gekommen. Deswegen der direkte Kickout. Der Ref rappelt sich auf.
Ja, also hier dominiert tatsächlich nur ein Team. Harlem Heat, und zwar ja, von Beginn an eigentlich. Ein kurzes Aufbäumen gab es von den Briscoes, aber jetzt kommt auch kein Wechsel mehr. Wird es jetzt den Harlem Hangover geben? Man weiß es nicht. Das ist er. Harlem Hangover. Die Amerikaner bestätigen mich nochmal, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Und oh, da öffnet sich eine Platzwunde. Am roten Blitzen zu erkennen. Und immer weiter. Immer weiter. Nein, jetzt wieder der X-Kick. X-Kick, Scissors-Kick. Es gibt halt mehrere Begriffe. In der WCW war es immer der Scissors-Kick. Und eigentlich ist das das Ende. Also das schreit nach Ende, wenn keiner eingreifen kann. Nein, Mark Briscoe greift nicht ein. Das war's. Das war's sowas von. Harlem Heat setzt sich in einem dominanten Match durch. Hier sehen wir den Northern Light Suplex in die Brücke. Das hat natürlich nicht gereicht, nicht mal bis 1. Ja, dann die Zusammenarbeit der Briscoes. Eine der wenigen Fehler, die ja für die Briscoes sprechen. Auf der anderen Seite auch die Zusammenarbeit der Spinebuster. Ja, den X-Kick sehen wir. Ah doch, den sehen wir noch hier. Wunderbar. Aber das war der erste. So oder so war es das Finish. Und oh, die Grafik sieht einfach ziemlich geil aus. Sehr gut, die beiden sind auf jeden Fall zufrieden. Ich bin auch zufrieden, auch mit der KI. Sie macht wirklich die Finisher und das ist ganz wichtig. Ansonsten hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Und wir springen einfach zum nächsten Match. Und da haben wir schon das nächste Match. Und wir hören es an der Musik. Sabu kommt zum Ring. Und ich lasse euch jetzt mal kurz alleine mit dem Auftritt und hole mir ganz schnell was zu trinken. Ist ja wenigstens mit der originalen Musik. So, pünktlich zum Auftritt des zweiten Mannes heute Abend. Cody Rhodes, auch er mit der Originalmusik. Vorausgesetzt, es hat alles geklappt. Ja, Sabu gegen Cody Rhodes. Auf jeden Fall eine geile Musik. Also ich hoffe, ich kann sie drin lassen. Sogar mit der Bullet Club Hose. Der Junge ist auf jeden Fall heiß auf dieses Match. Und ich freue mich auch. Also was ist das bitte für ein Match? Sabu gegen Cody Rhodes. Das kann eigentlich gar nicht schlecht werden. Da muss schon sehr viel passieren. Also ich brauche wirklich was zu trinken. Das ist ja quasi Kommentatorenarbeit. Und die haben schließlich auch immer ein Glas Wasser. Und oh mein Gott, direkt ein Hurricanrana von Sabu. Was für ein Auftakt. Jetzt das Choking ist jetzt nicht die feine Art, aber das ist Sabu sowieso vollkommen egal. Der Typ ist total durchgeknallt. Ich meine, er hat nicht umsonst überall Narben auf seinem Körper. Aber Rhodes, ja. Und Lion Salt von Cody Rhodes. Sehr schöne Aktion. Sehr, sehr schöne Aktion. Jetzt der Chinlock, aber damit wird er einen Sabu auf gar keinen Fall jetzt schon zur Aufgabe bringen. Technisch haben beide ja sehr viel drauf. Oh mein Gott, was für ein harter Dropkick.
Sabu attackiert jetzt das Bein von Cody Rhodes. Na, ich bin natürlich ein bisschen darauf angewiesen, dass die Community die Charaktere erstellt. Deswegen fehlen auch noch ein paar. Beziehungsweise Ted DiBiase zum Beispiel war so schlecht gemacht, den hätte ich auch selber so hinbekommen. Und wenn ich die so schon so hinbekomme, dann sind sie nicht gut. Harter Punch jetzt von Sabu. Aber das macht ja nichts. Also die wichtigsten haben wir auf jeden Fall dabei. Ein Champion haben wir natürlich nicht dabei. Boah, Big Splash. Und der Television-Title wird auf jeden Fall aufs Spiel gesetzt. Und zwar in unserem Main-Event. Das ist ein ganz besonderer Main-Event. Aber bis wir da sind, warten wir noch. Dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Und da kratzt er ihm durchs Gesicht. Also ist echt nicht... Oh, jetzt der Konter. Jetzt kommt Cody endlich wieder zurück ins Match. Der Konter gegen Sabu. Was ist denn jetzt los? Carlito taucht auf und Cody Rhodes kriegt es nicht mit. Mit dem Knie in den Rücken gesprungen. Das ist natürlich die Disqualifikation für Sabu. Cody Rhodes gewinnt gegen Sabu durch Disqualifikation. Das können wir ja niemals so stehen lassen. Also für Cody Rhodes ist es natürlich gut, aber für Sabu, was zur Hölle sollte das eingreifen? Das schreit nach einem Rückmatch eigentlich. Da werde ich mir auf jeden Fall was überlegen. Wir springen zum nächsten Match, aber das war ja ein kurioses Finale. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Und da ist unser Neuzugang. Ivelisse von Lucha Underground. Okay, die sagen Evelyn Lisa, aber es ist Ivelisse. Den Namen kann man leider nicht so perfekt hinbekommen. Ivelisse von Lucha Underground. Überragend, dass sie dabei ist. Also das freut mich richtig. Und zum ersten Mal jetzt die Damen auch zu sehen. Und direkt ein Neuzugang. Man darf sich freuen, also Ivelisse. Das ist mal eine richtige Wrestlerin. Und Bree-Mode wird angesagt. Es ist nicht nur, ja, nicht nur Ivelisse. Ihre Gegnerin wird auch nicht nur Brie Bella sein, denn ich nehme es mal vorweg, das wird ein Triple Threat Match werden. Und Brie Bella ist nur ein kleiner Teil davon, ein Drittel sozusagen. Was rede ich hier eigentlich für eine Scheiße? Naja, egal. Ich überrede auch manchmal so ein bisschen die Musik, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich da ein drüber kriege für. Brie Bella auf jeden Fall ist mit am Start. Freut mich, sieht gut aus. Grafikmäßig gefällt es mir sowieso sehr gut. Muss ich sagen, die neuen Lichteffekte sind wirklich top. Und ja, mal schauen, wer die dritte im Bunde sein wird. Also Fans wissen jetzt schon, wer es ist. Eine Pionierin auf jeden Fall. Eine, die das Women's Wrestling ganz groß gemacht hat. Lita kommt hier zum Ring. Auch ein Neuzugang. Ja, sie gab es vorher auch in unserer Liga nicht. Da gab es zwar Trish Stratus, die gibt es natürlich auch immer noch. Aber Lita und Ivelisse sind die beiden Neuzugänge für die Damen, weil uns Taryn Terrell und Cameron, ja, verlassen haben, sagen wir mal so. Es gibt sie halt einfach nicht. Oder sie sind noch nicht gut genug dargestellt. Jetzt sind sie halt raus. Dafür eine neue, eine bessere Besetzung. Und Lita macht hier schon ordentlich Lärm. Mal sehen, wie ordentlich das Ganze gleich im Ring aussehen wird. Denn darauf kommt es ja schließlich an. Ivelisse sieht sehr ordentlich aus. Ist auch ein bisschen was fürs Auge jetzt. Muss man dazu sagen. Ist ein bisschen was fürs Auge. Aber man sollte die Damen nicht unterschätzen. Das Women's Wrestling hat sich in den letzten Jahren extrem verbessert. Macht auch wirklich Spaß, den Mädels zuzugucken. Früher war es wirklich nur was fürs Auge. Mittlerweile haben die Damen auch richtig was drauf. Und besonders Ivelisse von Lucha Underground, die sich bei Lucha Underground auch schon mit dem einen oder anderen männlichen Vertreter gemessen hat.
Und Brie Bella, meine Güte, was für ein Suplex. Ein German Suplex quasi vom zweiten Seil gegen Lita. Die Favoritin ist sicherlich Lita in diesem Match. Wobei, ja, ich ein bisschen Ivelisse die Daumen drücke. Oh mein Gott, Brie Bella. Brie Bella für mich auch, ja, von den Bella Twins die bessere Wrestlerin. Ich finde, Nikki ist da ein bisschen limitierter und auch im Moment gar nicht mehr zu sehen, also keine Ahnung, was mit ihr ist. Oh, Spear Tackle von Lita. Noch einen, ja, nicht ein Spear, aber eine Clothesline. Also Lita räumt da draußen richtig auf. Auszählen gibt es in einem Triple Threat Match nicht. Deswegen, und oh mein Gott, was macht Lita denn da draußen? Die rastet ja vollkommen aus. Brie muss sich erstmal ein bisschen erholen, wollte ich sagen, aber... Ah ja doch, jetzt gehen sie beide in den Ring. Ja, und packen sich. Und Double Team Action gegen Ivelisse. Oh Mann, das ist ja eine miese Aktion gewesen. Running Bulldog gegen Lita. Und Lita ist erstmal außer Gefecht, wie wir sehen. Das heißt, Brie Bella kann vielleicht diese Chance jetzt nutzen. Legt sie erstmal in die Seile und befördert Ivelisse nach draußen. Da waren die Damen gerade erst wieder im Ring. Da sind sie auch schon wieder draußen. Aber Lita ist schon wieder da. Und jetzt, ja, jetzt geht Brie natürlich raus. In dem Moment, wo Lita reingeht. Und dafür bekommt sie jetzt die Quittung Reverse DDT. So, habt ihr es jetzt, Mädels? Ja, sie haben es. Und, oh, Ivelisse mit dem Konter. Aber egal, der Neckbreaker kommt trotzdem. Sie hat erst gut gekontert. Aber das reicht nicht. Brie Bella macht sich auf den Weg in den Ring. Da ist sie. Running Neckbreaker. Und ja, Lita rollt sich nach draußen. Ja, dieses Hin- und Hergelaufe. Ja, KI halt, ne? KI. Back Suplex, aber trotzdem ist die KI deutlich besser als im letzten Teil. Crucifix, aber nicht in den Pin gegangen. Oh, was hat sie jetzt vor? Big Splash gegen Ivelisse. Sie bleibt aber im Ring und... Ja, Snapmare. Eine Art Snapmare. Und Lita ist auch wieder draußen. Und DDT, Krachen der DDT gegen Ivelisse. Das könnte, wollte ich gerade sagen, sogar mal einen Pin-Versuch geben. Und, oh ne, Ivelisse. Oh, das war... War das überhaupt schon zwei? Harter Tritt in den Rücken. Brie Bella jetzt auch mit High Flying. Ja, sie wartet aber, bis Ivelisse aufsteht. Und Dropkick, Missile Dropkick vom zweiten Seil. Und da lädt sie auch noch Lita auf und lässt sie aufs Ringpolster krachen. Und nur weil das ein Polster ist, heißt das nicht, dass das nicht hart ist. Rammt ihr noch das Knie ins Gesicht. Schlag hinterher. Und da fängt sie sich ein. Und das ist der Twist of Fate von Lita. Twist of Fate von Lita. Und jetzt könnte der Lita Assault kommen. Der kommt auch. Ivelisse. Ivelisse ist nicht in der Lage einzugreifen. Eins, zwei, drei, vorbei. Lita gewinnt. Also das ist ein Statement. Erstes Match für die WCW. Und gleich mal einen Sieg geholt. Es sind ja eigentlich alles Neuzugänge gewesen. Also alle drei Neuzugänge der Diven hatten ihr Match jetzt. Brie Bella neu dazugekommen. Ivelisse neu dazugekommen. Lita neu dazugekommen. Und das Match war sehr ansehnlich. Und ein cooles Finish auch hier in diesem Match. Brie Bella strampelt noch ein bisschen mit den Beinen, kann aber alleine nicht mehr rauskommen. Und Ivelisse war einfach zu platt. Lita... Ja, ist gut für Lita. Ist gut für Lita und ihre Titelchance. Wer weiß, ob wir nicht bald ein Titelmatch gegen AJ Lee sehen. Und wir springen zum nächsten Match. Und da hören wir schon das Ticken der Uhr. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Und ihr hört auch das Ticken der Uhr. Und da haben wir MVP. Mit einer sehr coolen Einzugsmusik. Das
Gönnt euch mal die Musik. Während ich trinke. Nobody can hold me, nobody control me. Einfach geil. Also, die Musik gefällt mir sehr gut vom MVP. Habe ich MVP gesagt? Meinte ich MVP. Den Most Valuable Player. Also so machen die Einzüge auf jeden Fall Spaß. Und ich hoffe, ihr werdet auch in den Genuss kommen. Wir haben einfach so viele Möglichkeiten, wenn wir das Video am Ende noch editieren können. Das ist schon was Herrliches. Und das Spiel bietet ja auch genügend Möglichkeiten. Und hier hören wir die Musik eines weiteren Neuzugangs, Albert. Also wer nicht weiß, wer Albert ist, das ist Albert. Eine richtige Maschine. Riesengroß, extrem breit. Und ja, mit dem möchte man sich nicht anlegen. Er ist auch nicht nur breit und groß, sondern auch extrem behaart, wie wir gerade sehen am Rücken. Bisschen ekel. Aber guckt euch mal an, wie riesig der ist. Also MVP, da wirst du einen Brocken haben. Eigentlich unglaublich, dass Albert keine allzu große Karriere hatte bei WWE. Klar, er ist hinter den Kulissen noch da, Trainer. Oh, wie respektlos. Wie respektlos ist denn der MVP, bitte? You can feel the electricity running through this arena. Und es geht sofort los. Er hat ihn schon am Schlawickel und mit dem Sein schön gewirkt. So, der MVP. Ja, er ist ein Brocken. Ich hab's ja gesagt. Oh, das war ein mieser Tritt, aber nein. Bei aller Liebe, Albert, mit einem Kniestoß nach 30 Sekunden wirst du einen MVP niemals besiegen. Boah, close line, aber abgetaucht und der Sidewalk Slam von Albert. Ja, er ist ein Brocken und hat natürlich die Power Moves drauf. Überwurf. Und oh. Da hat er sich einen gefangen. Und DDT. Puh, das war ein harter DDT. Ich bin gespannt, wie sich MVP macht. Also rein vom Können her ist MVP auf jeden Fall überlegen. Oh ja, Drive-by-Clothesline. Und Suplex? Nein. Albert kontert seinerseits mit dem Suplex. Und jetzt die harten Schläge gegen MVP. Und vielleicht gibt es jetzt wieder ein DDT? Nein, er hebt ihn ganz nach oben. Snapmare. Was sie da immer vorhaben, ich weiß es nicht. Harter Punch auf die Schläfe von MVP. Und oh mein Gott, der Albert. Er flippt ein bisschen aus. Und oh, nochmal lässt er ihn hier die Matte schmecken. Und ja, was hat er da vorgehabt? Wahrscheinlich zum Seil. Und schmeißt er ihn jetzt raus? Nein, er holt ihn wieder zurück in den Ring. Das sieht eigentlich sehr gut aus für Albert. Oh, das ist ein schmerzhafter Move. Also es sieht wirklich gut aus. Albert prügelt weiter auf MVP ein. Armbreaker hinterher. So, oh, jetzt der Konter vom MVP. Überwurf. So ein Judo-Überwurf.
Oh, ein dreckiger Tritt in die Rippen. Whippen. Okay. Albert, und jetzt hängt er ihn in die Ringecke auf. Das haben wir heute schon gesehen von Wade Barrett gegen Alex Wright. Und genau das gleiche Choking haben wir da gesehen. Und kurz danach hatte Wade Barrett das Match beendet. Und vielleicht will Albert hier auch das Match beenden. Wir werden es sehen. Ich denke mal, er will was machen. Butterfly. Butterfly? Butterfly Slam. Butterfly Side Slam, um genau zu sein. Oder Double Underhook Side Slam. Oh, das sieht nicht gut aus. Albert hier mit seinem Finisher. Sit-Out Powerbomb. Aber er war in den Seilen. Rope Break. Das wäre wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. Albert hätte gewonnen. Jetzt kommt der Konter. Und Helikopter Head Scissor von MVP. Technisch sehr anspruchsvoller Move. Leg Drop auf den Magen, auch wenn es nicht so aussah. Die Aktion geht auf den Magen. MVP, eigentlich war er schon besiegt und auf einmal, ja, ist er wieder zurück im Match. Er hat den Finisher schon eingesteckt. Great Bind Takedown. Nein, das wird nicht reichen. Dafür hat er ja viel zu wenig eingesteckt. MVP. Dropkick in den, auf den großen, behaarten Rücken. MVP ist auf jeden Fall, ja, guter Dinge, denn er lässt sich da ein bisschen feiern. Und ja, schöne Aktion. Schöne Aktion. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Arm Drag, irgendwie sowas. Und der LAU Elbow Drop soll folgen. Und eingelocht. Und ab geht's. Und jetzt ist es MVP, der das Zepter anhat hier. Der Complete Shot gegen Albert. Das muss es eigentlich sein. Ich bin mir nicht sicher bei Albert, aber eigentlich muss es das Ende sein. MVP. Er macht den Sieg klar. MVP macht den Sieg klar. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los hier? Oh, eine Respektsgeste. Es gibt tatsächlich ein Handshake, ein versöhnliches Ende. Ein richtiges Happy End und ein klasse Match der beiden. Und hier geht's gleich los mit Feuerwerk und mit der Musik von Big Van Vader. Und was hat er da bitte um? Warum zum Teufel hat er den World Heavyweight Titel um? CM Punk ist der World Heavyweight Champion. Und er wird sogar als World Heavyweight Champion angekündigt. Er wird tatsächlich als World Heavyweight Champion angekündigt. Das ist natürlich nicht richtig. Also CM Punk ist natürlich unser World Heavyweight Champion. Das heißt, es muss ein Plagiat sein, was er da um die Hüften hat. Und natürlich eine ungeheuerliche Respektlosigkeit gegenüber dem verletzten CM Punk, der, wenn wir uns zurückerinnern, von jemandem attackiert wurde. Vader kann es gar nicht gewesen sein, denn er war zum Zeitpunkt der Attacke im Ring. Das heißt, er ist nicht der mysteriöse Angreifer, aber das geht eigentlich überhaupt nicht. Ein Plagiat des Titels hier, um die Hüften zu schnallen. Also da wird der Stinger mit Sicherheit noch ein bisschen drüber zu reden haben. Das ist nicht in Ordnung, was Vader hier macht. Aber so ist Vader halt. So ist er halt. Und da ist Vaders Gegner. Ryback. Eigentlich
gibt es ja Chronic. Heute hat Ryback allerdings ein Einzelmatch. Guys, this match is sure to not disappoint. Feed me more. Who's involved here tonight? You're absolutely right, Michael. This match will be one we'll be talking about. Und wie geil das einfach passt mit der. Oh, ich hoffe, ihr könnt die Musik hören. Das hat jetzt sowas von geil gepasst mit der Bewegung vom Mund. Es ist auf jeden Fall geil. Es ist geil. Und das ist eine Community Creation. Das ist natürlich seine Einzelwrestler-Musik. Als Chronic hat er eine andere Musik. Oh mein Gott, Ryback. Der ist auf jeden Fall hungrig. Und nicht nur, weil er mehr Essen haben will. Aber er hat auch einen harten Gegner mit Vader. Ich bin gespannt. Es ist ein Powerhouse auf jeden Fall. Ryback ist ein richtiges Powerhouse gegen ein anderes Powerhouse. Vader, eine Legende auf jeden Fall in diesem Geschäft. Aber Ryback, hungrig, jung, kräftig, hat sogar ein paar High-Flying-Aktionen drauf. Erstmal der Armbar hier und schön mit dem Ellenbogen weiter bearbeiten. Das ist auf jeden Fall die richtige Methode. Old Whip-In Reversal aber jetzt. Jetzt kommt auch. Oh, German Suplex von Vader. Jetzt kommt auch Vader ein bisschen hier in Fahrt. Einer unserer Main-Eventer, der kann sich ja nicht hier so fertig machen lassen von einem Tag-Team-Wrestler. Oh, muss er raus? Muss er raus? Nein. Whip-In, jetzt Reversal von Ryback. Und ein klatschender Chop. Das war hart. Und wieder auf den Arm. Er geht ja die ganze Zeit auf seinen Arm los. Oh, das ist der Irish Curse Backbreaker und der Side Russian Leg Sweep oder Grapevine Takedown, wie man es möchte. Wie gesagt, manche Moves haben mehrere Bezeichnungen. Krachende Clothesline hier. Was macht er denn jetzt? Das ist doch schon der Ansatz zu seinem Finish. Das ist schon der Finisher von Ryback. Unglaublich! Oh mein Gott! Wird das ein Squash-Match gegen Vader? Nein! Vader kommt raus! Holy shit! Wenn das der Sieg gewesen wäre, dann wäre Vader in Rekordzeit erledigt gewesen. Boah, ich hoffe, ihr hört das nicht, wenn ich schlucke, aber ich muss ab und zu was trinken. Es ist einfach so viel Gelaber von mir, ist auch echt anstrengend. Und das macht sich bei meinem Hals auch spürbar. Neckbreaker jetzt aus den Seilen heraus. Oh nein, Powerbomb vom Grund des Rings. Das ist eine richtige Kraftaktion. I'd say he's starting to feel the pressure a bit. He has to be disappointed in this performance. He really is so much better than what he's shown so far tonight. Also Ryback macht das gut. Just a clubbing axe handle. Ryback macht das gut und hat hier die Oberhand gegen Vader, hat ihm schon den Finisher verpasst, also Chinbreaker, brutaler Chinbreaker und weiter, nein, jetzt kommt der Konter von Vader, ja irgendwann muss ja mal der Konter kommen und ist das sein Ernst, nicht mal bis 1, nicht mal bis 1. Das war ein Verzweiflungscover fast schon von Vader. Jetzt mit dem European Uppercut. Wieder der Irish Curse Backbreaker und der Side Russian Leg Sweep. Also Ryback, wenn er so marschiert, dann könnte er tatsächlich auch für einen Einzeltitel interessant sein. Aber er konzentriert sich so oder so erstmal auf einen, auf so, mit seinem Partner auf die Tag-Team-Szene. Aber heute darf er in ein Einzelmatch ran und das will er nutzen. Er ist auch ein Mega-Powerhouse. Running! Big Splash! Oh mein Gott, was für ein Mörder-Splash! Nein!
Nein, das kann er auf jeden Fall. Den Frog Splash, zeigt er den Frog Splash, er zeigt den Frog Splash. Was für ein Frog Splash. Das müsste sogar ein Vader plätten. Schafft Vader den Kickout? Nein, er schafft's nicht. Feed me more, Ryback. Ryback holt sich den Sieg. Der Meat Hook Clothesline. Der, ich weiß nicht, Military Press? Ne, das ist kein Military Press. Ich weiß nicht, wie der Finish. Shell Shock! Das war der Shell Shock. Jetzt fällt's mir wieder ein. Aber der Frog Splash beendet das Match. Was für ein Frog Splash! Und was für ein Statement, bitte, von Ryback. Überragend. Das war überragend. Eine sehr, sehr gute, sehr, sehr ordentliche Vorstellung. Vader muss sich erstmal schütteln nach dieser Sache. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Match wieder. Und da ist auch schon das nächste Match und das ist auch gleichzeitig unser Main Event. Und hier haben wir Lex Luger, das nächste, das Total Package, der nächste Neuzugang in unserem Roster. Es geht um den Television Title und ich habe gesagt, es ist ein besonderes Match. Natürlich, weil es um den Titel geht, der vakant erklärt wurde von Sting, da Ted DiBiase Jr. die Liga verlassen hat. Lex Luger marschiert hier zum Ring. Er ist der erste von 8 Teilnehmern in einer Over-the-Top-Rope Battle Royale um den Television Title. Das heißt, kein Pin, keine Aufgabe. Der Gegner muss über das oberste Seil geschmissen werden, um das Match für sich zu entscheiden. Und es zählt nicht das erste rauswerfen, sondern wer als letztes übrig bleibt. Das ist auch eine Neuerung von WWE 2K18. 8 Wrestler können jetzt gleichzeitig im Ring sein. Ja, die sexy Musik gehört ihm hier. Rick the Model Mattel versprüht hier erstmal seine Duftmarke. Nächster Neuzugang. Nächster Neuzugang für Nitro, für die WCW. Ich bin gespannt, wie er sich macht. Ich meine, er hat im ersten Match direkt die Chance, Television Champion zu werden. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Auf jeden Fall sehr, sehr cooler Auftritt von Rick the Model Mattel. Unnachahmliche Art. Die Musik erinnert mich total an Alf. Kennt ihr noch die alte Musik von Alf? Ah, Alf war eine schöne Serie. Und die Musik von Rick Martell hat ein bisschen was von der Titelmelodie von Alf. So, tu den verdammten Pullover weg. Und die Sonnenbrille ab. So sieht das schon besser aus. Und da kommt einer meiner Favoriten. Vielleicht, das ist mein Favorit auf jeden Fall für dieses Match. Der dritte Neuzugang für die WCW, Bam Bam Bigelow. Leider im wahren Leben schon verstorben. Ich glaube, Ende der 90er ist er schon gestorben. Oder Anfang der 2000er, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. An einer Pillenüberdosis. Ist immer ein bisschen fader Beigeschmack. Aber in unserer Liga, da es ja auch Fantasy ist, ist Bam Bam Bigelow am Start. Ein wahnsinnig beeindruckender Wrestler auf jeden Fall. Man sollte sich ein paar Matches von ihm gönnen aus den 90ern. Das war schon ganz stark. Und der nächste, der antritt, der die Chance hat auf den Television Title, ist Halleluja! Die Musik von Damien Sandow. Und zwar die neue, die coolere Musik von Damien Sandow. Nice auf jeden Fall, Damien Sandow. Also die Musik hat auf jeden Fall was.
Damien Sandow macht sich hier auf den Weg zum Ring. Er ist Teilnehmer Nummer 4, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich wirklich 8 habe oder habe ich nur eine 6-Mann Over the Top Rope Battle Royale gemacht. Nein, ich glaube, ich habe 8 Mann genommen. Vielleicht sind es auch nur 6, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber egal. Auf jeden Fall geht es um den Television Title. Und wir lassen sie alle schön zum Ring kommen, weil das überhaupt keine Zeit kostet. Wen haben wir da? Da haben wir doch tatsächlich Carlito. Der besitzt hier tatsächlich die Frechheit, an diesem Match teilzunehmen. Und das, obwohl er das Match zwischen Sabu und Cody Rhodes versaut hat. Unfassbar. Aber, naja, er hat die Chance, den Television-Title zu bekommen. Carlito. Ja, Carlito wird uns noch Freude machen, glaube ich. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, dass sein Eingreifen und die damit verbundene Niederlage für ein Sabu Konsequenzen haben wird. Auf jeden Fall. Ich denke mal, ich gehe ganz stark davon aus, dass es in der nächsten Nitro-Ausgabe ein Match geben wird mit Sabu gegen Carlito, damit er sich an ihn rächen kann. Cody Rhodes war zwar derjenige, der Schaden genommen hat, aber Sabu war derjenige, der disqualifiziert wurde. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen und deswegen glaube ich, ja, in der nächsten Nitro-Ausgabe, das kann ich schon mal spoilern, wird es das Match geben, Carlito gegen Sabu. Und ich glaube, es sind 8, denn hier kommt schon Nummer 7 zum Ring, und zwar Raven. Ist er eigentlich auch eine Legende, eine Hardcore-Legende? Also heute könnte ein Raven zum Beispiel Geschichte schreiben. Und ich muss mal wieder einen Schluck trinken, weil mir hier der Hals sonst brennt. Boah, das ist so gut. Ich fühle mich so ein bisschen wie in einem Stream. Ich könnte es auch streamen eigentlich. Ja, weil, Raven auf jeden Fall eine Hardcore-Legende. Das hier ist allerdings kein Hardcore-Match, sondern eine Over-the-Top-Rope Battle Royale. Ein bisschen was anderes. Wir werden sehen, wie er sich schlagen wird. Also von der Erfahrung her ist es einer der, ja, der Top-Leute hier im Ring. Einer fehlt noch. Und das ist eigentlich, ich kann es mal sagen, es ist eigentlich der Tag-Team-Partner von Raven. Da hören wir schon die Sirene und ich bete, dass ihr es auch hören könnt. Perry Saturn. Er ist der letzte Teilnehmer am heutigen Main-Event um den WCW Television Title. Perry Saturn finde ich übrigens sehr, sehr gut hinbekommen von der Community. Alle Tattoos sind dabei. Ehemaliger Air Force Soldat. Und das ist kein Scheiß, den ich euch erzähle. Also mein Hintergrundwissen beim Wrestling ist sehr, sehr groß. Und er ist bei der Air Force gewesen. Und später dann zum Wrestling gekommen. Heute, glaube ich, ist er nicht mehr aktiv. Aber das Schöne an einem Videospiel ist, hier können wir machen, was wir wollen. Und hier ist er auf jeden Fall aktiv. Perry Saturn. Hatte auch eine coole Zeit in der WCW. Hatte auch in der WCW einige sehr schlechte Tage, wo er ein Match verloren hat und dann in einem Damenkleid rumlaufen musste. Das schwarze Kapitel für Perry Saturn. Und hier haben wir sie. Ah ne, habe ich mich verzählt. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Bret the Hitman Hart. Waren wir erst bei 7, echt?
voll nicht mitbekommen. Bret Hart ist natürlich auch ein Favorit. Alleine schon, weil es verdammt nochmal Bret Hitman Hart ist. Und ein Neuzugang. Ein Neuzugang ist es auch noch. Er war ja nur Kommentator. Genauso wie... Lex Luger war Road Agent, genau. Er war Kommentator. Jetzt ist er Superstar und hat die Chance, Television Champion zu werden. Ist vielleicht gar nicht so der Titel, nach dem er eigentlich greifen würde, sondern eher der World Title oder der United States Title. Am ehesten vielleicht sogar wirklich der World Title. Aber, ich meine, er bekommt hier die Chance, in seinem ersten Match gleich um Gold zu wresteln. Warum zur Hölle sollte er das nicht tun? Und warum zur Hölle sieht der Television Title so verbuggt aus? Also normalerweise ist das schwarzes Leder, was da so golden war. Das ist ein Grafikbug auf alle Fälle. So sah er nicht aus. Und hier geht's direkt los. Hier geht's direkt los. Und hier muss man erstmal den Überblick behalten. Und da versucht Lex Luger tatsächlich schon Kalito rauszuschmeißen. Ich glaube, das wird nicht. Nein, er kann sich halten. Obwohl er versucht es weiterhin. Bigelow schnappt sich gleich mal Bret Hart. Da haben sich die zwei Favoriten auf jeden Fall gefunden. Wobei Bam Bam Bigelow mein Top-Favorit ist, weil er einfach ein Monster ist. Double Underhook. Backbreaker. Oh, meine Güte. Oh, und da kriegt Bigelow eine vor den Hinterkopf gedonnert von Lex Luger. Damian Sandow legt sich mit Rick the Model Martell an. Die beiden sehen sich auch sehr ähnlich, muss man sagen. Haben sich auch die richtigen gefunden. Oh, da hat sich auch Saturn eingefangen. Suplex gegen Bam Bam Bigelow. Hinten versucht Lex sogar immer noch irgendwie Kalito über Seil zu schmeißen. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Suplex gegen Bam Bam Bigelow. Saturn und Raven geraten hier aneinander. Oh mein Gott, da wäre Raven fast rausgeflogen mit einer Clothesline. Und da dürfte Raven ziemlich pissed sein. Also die beiden sind ein Tag-Team, aber geraten hier aneinander. German, nein, da geht alles drunter und drüber. Bam Bam Bigelow hat da Bret Hart im Nacken, macht aber nichts. Das heißt, ja, das war klar, da wird er irgendwann kontern. Jetzt versucht er, Perry Saturn rauszuwerfen. Also die beiden bekriegen sich, die eigentlich zusammenhalten sollten. Neckbreaker von Lex Luger gegen Damian Sandow. Rick the Model Martell nimmt sich eine kurze Auszeit. Bret Hart versucht das Bein, was alleine schon 30 Kilo wiegt, von Bam Bam Bigelow übers Seil zu hieven. Das klappt nicht. Damian Sandow muss da kämpfen. Lex Luger versucht die ganze Zeit Leute rauszuschmeißen, aber ja, scheitert auch immer wieder damit. Und Facelam oder Front Suplex. Und wieder hat Kalito hier Probleme. Aber nein, auch er hält sich. Body Slam gegen Saturn. Ja, feier nicht zu lange, Bam Bam Bigelow, sonst kommt direkt ein Lex Luger mit dem Side Russian Leg Sweep. Und da rollt sich Bam Bam zur Seite, der mal eine kurze Auszeit braucht. Mit dem Knie in den Rücken, Kalito, das kann er. Hat er ja heute schon gegen... Oh, Damian Sandow. Damian Sandow hält sich. Damian Sandow hält sich. Es sind alle noch im Ring, das freut mich. Das gibt ein schönes Main Event. Und der Enzo Igiri von Bam Bam Bigelow. Unfassbar, was der für Aktionen drauf hat. Jetzt schnappt er sich Lex Luger. Will er ihn rausschmeißen? Er versucht es zumindest. Während Perry Saturn mit dem Belly-to-Belly-Suplex Kalito aus dem Weg räumt. Bret Hart gegen Raven. Und Raven schmeißt tatsächlich Bret Hitman Hart raus. Nicht zu fassen. Raven schmeißt Bret the Hitman Hart raus. Und da ist mein erster Favorit schon mal ausgeschieden. Das hätte er wahrscheinlich nicht gedacht, dass es so schwierig ist, in einem Television-Title-Match
Aber es ist ein besonderes Gorilla Press Slam von Lex Luger. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beating. Habe ich was verpasst? Da ist Saturn rausgeflogen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Perry Saturn ist rausgeflogen. Das steht da draußen. Jetzt Gorilla Press. He delivers a hard clothesline. Und da fliegt auch schon Carlito raus. Jetzt geht's Schlag auf Schlag hier. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Rick the Model Martel. Raven ruht sich ein bisschen aus. Und was macht er jetzt? Jetzt zu zweit, oder was? Jetzt wollen sie zu zweit Lex Luger rausschmeißen. Oh, das sieht gut aus. Oh oh, das sieht schlecht aus für Lex Luger natürlich. Powerbomb gegen Sandow. Und Lex Luger kann sich gegen beide behaupten. Okay, Lex Luger ist auch ein richtiges Powerhouse. Aber, ja. Oh, Atomic Drop. Ja, Atomic Drop gegen Bam Bam Bigelow. Oh, Running Forearm. Das war keine richtige Clothesline. Das war schon der Running Forearm von Lex Luger. Ein Trademark-Move von ihm sozusagen. Aber Raven macht sich auch gut, muss man sagen. Vielleicht gibt es sogar noch irgendwann den Raven-Effekt, diesen verheerenden DDT von ihm. Oh, jetzt fliegt vielleicht Damien Sandow zusammen mit Bam Bam Bigelow. Und das ist eben nicht Lex Luger. Ja. Damien Sandow verabschiedet sich auch. Und da war der Raven-Effekt. Raven-Effekt und Powerbomb gekontert von Rick the Model Martel. Bisschen überraschend. Jetzt in der Ringecke ist Lex Luger, aber den wirst du so nicht da rausbekommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ex-Handle ist schiefgegangen. DDT gegen Rick Martel. Ja, jetzt packt er sich hier Raven. Will er etwa Raven rausschmeißen? Er versucht es auf jeden Fall. Bam Bam Bigelow, the Beast from the East. Flying Crossbody geht daneben von Rick the Model Martel. Raven kann sich halten. Und oh oh, Lex Luger, Pile Driver. Holy, Pile Driver gegen Rick Martel. Möglicherweise möchte Lex Luger jetzt Martel rausschmeißen. Und nach dem Piledriver wird es ihm wahrscheinlich sogar gelingen. Nein, er hält sich. Er hält sich. Er hält sich oder? Ja. Sehr hartnäckig, Rick Martel. Was macht Bigelow jetzt hier? Chokeslam gegen Lex Luger. Chokeslam, aber nach draußen. Chokeslam nach draußen. Das war mal eine Elimination, die man so selten sieht. Chokeslam über das oberste Seil. Und da waren es nur noch drei. Mein Favorit Bam Bam Bigelow immer noch dabei. Takedown jetzt gegen Raven. Rick Martel ist überraschend gut. Bam Bam Bigelow macht's clever. Schaut jetzt einfach nur zu. Ja gut, er sollte sich aber nicht angreifen lassen. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Ob, ja gut, er versucht jetzt hier alleine Bam Bam Bigelow rauszuschmeißen. Das wird nichts werden. Und oh, was für ein Schlag. Was für ein Schlag. Oh, da hat Raven auch noch Bam Bam Bigelow mit erwischt. Boah, unglaublich, aber Bam Bam Bigelow is not shy about letting his feelings known. Ja, er guckt zu. Jetzt wäre es clever, ihn rauszuschmeißen. Ganz genau. Und dann sind nur noch Bam Bam und Raven drin. Genau das habe ich mir gedacht. Die beiden sind noch drin. Und direkt der Gorilla Press gegen Raven. Und jetzt, ja. Jetzt wird es schwer für Raven. Aber diese beiden kennen sich natürlich auch aus der ECW. Und Diving Headbutt von Bam Bam Bigelow. Unglaublich. Jetzt der Suplex. Nein! Gekontert von Raven.
Und Atomic Drop, er wehrt sich. In der ECW haben sich beide schon extreme Schlachten geliefert, deswegen ist das hier schon ein bisschen Nostalgie, Reverse. Nein, Elbow Drop, okay. Auf jeden Fall nice. Oh, was macht er jetzt? Raven. Oh mein Gott, was für ein Superkick. Oh mein Gott, dieser Tritt war so überragend brutal. Überragend brutal. Raven! Und das ist es. Raven gewinnt. Er eliminiert Bam Bam Bigelow. Damit hätte ich nicht gerechnet. Da ist die Elimination mit der Clothesline übers oberste Seil. Unfassbar. Und damit ist er der neue WCW Television Champion. Da ist der Titel, der so eigentlich nicht aussieht, aber es ist egal. Kleiner Grafikbug. Ich denke, beim nächsten Mal, wenn wir den Titel sehen, wird das erledigt sein und er wird dann richtig zu sehen sein. Wie dem auch sei, das soll das nicht schmälern. Er hat den Titel gewonnen. Ich hoffe, dass euch Nitro gefallen hat. In der nächsten Folge Monday Nitro, wahrscheinlich am Montag dann, wie immer, das heißt ja auch Monday Nitro, werden wir uns lieb wiedersehen und ich sage, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit, Ringehauen, bis zum nächsten Mal.